Grüß dich, da ist wieder die Gabi aus Österreich. Ich habe einen frischen Wechselsaft gemacht von Wechsel aus dem Garten. Der schmeckt ganz, ganz herrlich, erfrischend, ein bisschen säuerlich. Wenn du auch Wechsel daheim hast, ich zeig dir jetzt, wie einfach und schnell du dich auch selber konservieren kannst. Für unseren Wechselsaft brauchen wir so ca. 2 Kilo vollreife Wechseln. Schaut, dass sie wirklich ganz reif sind, sonst sind sie ein bisschen sauer. Wir brauchen auch Zitronensäure, ein bisschen an Zucker, kannst du aber auch weglassen, und dann brauchen wir auch noch ein Wasser zum Aufkochen. Jetzt richten wir uns in den Kochtopf her. Da habe ich an dem Fein so Zähne gegeben, gell? Ich habe keinen anderen Entsafter, ich nehme immer in den Kochtopf. Und da tun wir jetzt das Wasser rein, und in den Dämpfeinsatz, da kommen jetzt unsere Früchte. Ich habe es nochmal gewaschen und habe es nochmal verlesen, dass keine Fingerl drin sind und auch keine blauen, wenn möglich. Und da geben wir jetzt deinen Zucker dazu. Wie viel du reingibst, das überlasse ich deinen Geschmacken. Und zuletzt dann auch die Zitronensäure. Der Zucker und die Zitronensäure hilft uns, dass der Saft beim Kochen jetzt besser ausgepresst wird. Ich habe meinen Saft jetzt da im Kochtopf gekocht, gell? Und ihr seht, die Früchte sind wirklich durch den Wasserdampf komplett ausgepresst. Und unten im Kochtopf haben wir dann unseren fertigen Saft drinnen. Den können wir uns jetzt da herrichten und dann in Flaschen einfüllen. Ein bisschen muss ich meinen Saft jetzt dann noch ansäuchen, weil beim Kochen kann es sein, dass sich ein Kern rauslässt und mir reinfällt, oder zum Beispiel, dass Fruchtstickeln drin sind, allzu viel, ein bisschen was kannst du eh nicht verhindern, aber allzu viel mag ich dann vom Fruchtfleisch nicht drin haben. Und das säuche ich halt jetzt da einmal raus aus meinem Saft, damit das nachher nicht stört. So, jetzt habe ich den Saft einmal richtig aufgekocht, gell? Und Kochertas fülle ich jetzt in sterilisierte Flaschen. Die habe ich vorher gut gewaschen und dann nochmal in kochendem Wasser so circa 5 Minuten sterilisiert, dass wirklich keine Bakterien und gar nichts mehr drin ist, weil schließlich möchte ich ja, dass sie mein Saft auch eine ganze Weile hält. Und jetzt machen wir den Verschluss gut zu. Schaut immer, dass die Dichtung schön gerade drauf ist. Das ist immer das Problem dabei. Und jetzt können wir unseren Saft sterilisieren. Dafür gebe ich ihn in einen Kochtopf mit kochendem Wasser, koche das auf und lasse es eine halbe Stunde ziehen. Unser Saft ist jetzt haltbar, hält mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr, aber der ist so gut, dass du ihn nicht so lange hast. Ich muss ihn sogar aufspritzen, weil er so gehaltvoll und so wirklich immer noch so fruchtig süß ist, obwohl ich nicht viel Zucker reingegeben habe, aber einfach, es ist wirklich der reine Fruchtsaft. Und den lassen wir uns im Sommer jetzt eisgekühlt gut schmecken. Ich freue mich, dass du wieder dabei warst bei einem Video von mir. Einkochen und haltbar machen ist halt einfach ganz, ganz super. Und ich schicke dir noch ganz liebe Grüße aus Österreich. Bis zum nächsten Mal, dein Gabi.